Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen Dank für die Zitrone. Ich hoffe, sie ist unbehandelt und ökologisch angebaut. Nee? Wird bestätigt, ja, Herr Brau. Also da bin ich schon erstmal zufrieden. Ansonsten kann ich verstehen, dass Sie glauben, mit der Übergangsgesellschaft richtige Theaterstück gefunden zu haben, was Sie sich anschauen. Es ist ein altes Werk und wird vom Sohn jetzt neu inszeniert. Herr Brauer, bei Ihnen ist es allerdings nicht nötig, dass da was neu inszeniert wird. Solange ich Sie kenne, erzählen Sie immer dasselbe. Und das hat sich wirklich kontinuierlich erhalten. Und es wird aber auch nicht besser dadurch, weil es lässt sich einfach simpel zusammenfassen, weil Sie sind ein überzeugter Kulturmensch, nehmen Ihnen das auch ab, und Sie sagen, koste es, was es wolle, wer auch immer fordert, was er will, egal wie, Sie sind an der Seite. Das finde ich toll. Ein wirklich sympathischer Mensch, ein Menschenfreund, ein Kulturfreund, und damit kann man natürlich Politik gestalten, und es passte so zur Haushaltsrede Ihres Fraktionsvorsitzenden. Ja, aber Sie müssen mal zur Kenntnis nehmen, dass wir zwar alle nach oben immer schauen, aber das Geld kommt da nicht vom Himmel, sondern das Geld kommt von den Steuerzahlern und von den Einnahmen des Landes Berlins. Und das ist in allen einzelnen Bereichen auch begrenzt. Und natürlich ist diese Wachstumsrate, die wir im Kulturbereich haben, in der gesamten Bundesrepublik Deutschland einmalig. Genauso wie die Berliner Kulturlandschaft weltweit einmalig ist. Und Frau Bangert, Sie haben zwar fast dasselbe Tempo drauf gehabt wie Frau Popp in Ihrer Rede. Ne? Also es geht wirklich schnell, auch als Süddeutsche. Aber Frau Popp hat wenigstens, das habe ich vorhin schon erwähnt, die tollen Seiten an Berlin wirklich gewürdigt. Und Sie haben so getan, als ob wir in einem Desaster uns befinden, als ob die Kulturlandschaft hier am Ende ist, mitnichten. In der Tat, die Menschen kommen in diese Stadt, weil es eine reichhaltige Kulturlandschaft gibt und weil es die Infrastruktur gibt. Und das heißt nicht, dass jeder Mensch, der nach Berlin kommt, dauernd in die Oper oder in die Philharmonie oder in die freie Szene läuft, sondern das Angebot macht es. Und vor allen Dingen die Haltung einer Stadt macht es, ein geistiges Klima, was in einer Stadt da ist. Und dafür steht diese Stadt Berlin. Und deshalb ist sie innovativ. Und deshalb können sich hier die einzelnen Bereiche entwickeln. Und es wäre in der Tat fatal, wenn hier die freie Szene gegen die Hochkultur, gegen die sogenannte Hochkultur immer in Stellung gebracht wird. Es ist Quatsch. Beides brauchen wir in dieser Stadt. Beides muss gepflegt werden. Und deshalb hat es Zuwächse gegeben im etablierten Bereich, genauso wie Zuwächse in der freien Szene. Die Summen sind hier schon genannt worden. Und das ist eine 20-prozentige Steigerung im Etat für die freie Szene. Und dies ist ein Riesenerfolg dieser Koalition, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir haben einen Bereich, natürlich, und das ist eine Erfolgsgeschichte, wenn kulturelle Einrichtungen erfolgreich sind, machen sie für sich selber auch einen höheren Zuschussbedarf geltend. Und das ist bei Sascha Wald so, das ist bei anderen Bereichen so. Und wenn man nicht ein System hat wie in der Bundesliga mit Auf- und Absteigern, dann ist das nur machbar und zu unterstützen, wenn das Volumen sich kräftig ausdehnt. Aber eins kann nicht akzeptiert werden, und das müssten auch kulturinteressierte Menschen so für sich eigentlich hier in so einem Parlament mindestens akzeptieren, dass die einzelne Einrichtung nicht selbst definieren kann, wie hoch ihr Zuschuss sein wird, und natürlich dann sagt, ich brauche den und den Zuschuss, und wenn ihr den mir nicht gibt, seid ihr Kulturbanausen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das wird vom Parlament festgelegt, vom Rahmen festgelegt, der hier mit den Haushaltsberatungen gemacht wird. Und bei einem Verständnis, dass man natürlich meint, mit ein paar Millionen mehr auch für den Bereich Sascha Walz besser arbeiten zu können, d'accord. Aber dies muss dann woanders weggehen, und da haben Sie keine Antwort gegeben. Sie sagen immer, du musst oben drauf gepackt werden. Das ist schön, das ist Wunschkonzert, und der gilt weder für den Sozialbereich noch für den Schulbereich und auch nicht für den Kulturbereich. Und das ist ein bisschen Realität, tut mir leid, auch in dem kreativen Bereich der Kunst und Kultur. Wir sind stolz auf das, was die Künstlerinnen und Künstler in dieser Stadt leisten. Wir sind stolz darauf, was wir als Staat als Unterstützung geben, als Rahmenbedingungen geben. Und dies lässt sich nicht nur in Berlin, das lässt sich nicht nur in Deutschland, sondern international sehen. Und auch da sollten Sie mal Ihre internationalen Kontakte mal nutzen
um mal vergleichbare Studien anzustellen, wie die Situation woanders ist. Ich glaube, da braucht Berlin sich wahrlich nicht zu verstecken, sondern da sind wir sehr erfolgreich. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr